Sänger der Nacht. Gebt mir Kraft. Keine Heilung. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Nur ein paar Tränke. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Noch mehr Kohle. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. Oh. So. Noch haben wir ein bisschen Platz. Worum geht's? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Nur zu fragen. Ein bisschen. Also ja, die natürlichen Höhlen hier haben wir auch bald fertig. Zauber. Jetzt rette ich die Lage. Hä? Ach, Gepäck ist voll. Ja? So, jetzt. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dass wir in irgendwelchen Giftbecken und bei Pilzen nach irgendwelchen Zeug suchen, ey. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, und damit sind wir eigentlich aus den natürlichen Höhlen raus. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Ein Steinchen. Ein Langschwert. Oh. Und ein Kampfstab. Brennende Erde. Gegen Regenerierende, gegen Kältewesen, gegen Untote. Schaden. Okay. Und der Schlagstecken. Schlagstecken werden von den Goldelfen in Drenelgaga hergestellt, das auf Imanda liegt.
Die Stecken sind von einem magischen Leben erfüllt und springen dem Gegner mit tödlicher Präzision entgegen, wenn sie geschwungen werden. Die Elfenhandwerker verkaufen diese mächtigen Nahkampfwaffen nur äußerst selten an Mitglieder anderer Rassen. Hin und wieder taucht jedoch einer dieser Stecken im Ferun auf. Jeder Angriff, der mit diesem Stecken ausgeführt wird, verbraucht allerdings eine Ladung. Sobald die letzte aufgebraucht wurde, wird das Stecken von seiner eigenen magischen Energie praktisch aufgefressen und dadurch vernichtet. Ja, der hat plus 9 Schaden. Na gut. Worum geht es diesmal? Mit Vergnügen. Geh mal vor, Safana. Ja, ihr braucht nur aber zu fragen. Natürlich, Schätzchen. Ich habe hier nämlich Fallen erwartet. Ist meine Heimat sehr ähnlich. Aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen. Hier ist einfach nur eine Nische, okay. Wie kann ich Helge brauchen? Ja, nur zu fragen. Vergnügen. Ich bin verletzt. Haltet doch mal inne und helft mir gefälligst. Oh. Wie ihr braucht, nur zu fragen. Jael-Kales? Für euch tue ich alles. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, wie ihr diese Tür kann nur mit einem speziellen Schlüsselstein geöffnet werden. Hm. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Durlaks Schatzkammer. Yippie. Mann, jede Menge Steine. Deswegen packen wir mal alles auf den Boden hier. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kurzschwert plus 1. Worum geht es diesmal? Warte, das ist ein Abgleich, ist unser Edelsteinbeutel auch noch voll. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, das ist verschlossen. Mit Vergnügen. Worum geht es diesmal? Ja? So, wie letzte Prüfung. Wir kamen, um zu töten, aber nicht ohne Grund. Wir waren schon früher hier, genauso wie die Tentakel. Ihr unterirdisches Reich lag nah bei und der Turm störte sie bei ihrer Ausdehnung. Außerdem war die Verlockung zu groß, um sie durch die Lappen gehen zu lassen. Die Zwerge hielten nicht einmal ihren Reichtum geheim, taten nichts gegen die Gerüchte von Goldbergen. Die Eindringlinge kamen und kommen immer noch, aber nicht ohne Einladung. Wir kommen, um zu töten, aber nicht ohne Grund. Niemand warnte uns, aber es hätte auch nichts genützt. Wir hatten gar keinen Grund, uns auf schlechte Zeiten vorzubereiten, denn schlechte Zeiten würde es niemals geben. Das wurde uns versichert und daran glaubten wir. Der große Trolltöter war unser treusorgender Vater und er würde uns auch beschützen. Wir legten unsere Schwerter nieder, um das Leben so zu leben,
wie wir es uns immer gewünscht hatten. Wir lebten zusammen wie eine große Familie. Misstrauen war was für Außenstehende. Wächter und Waffen waren für Kriegszeiten. Niemand warnte uns, aber es hätte auch nichts genützt. Wir fertigten das, was uns aufgetragen wurde. Wir richteten diesen Ort so her, dass er gegen jeden Eindringling geschützt war. Wir verstanden jedes Stückchen jeder Treppe mit Fallen und es war sicher, dass jeder, der eintrat, sein Leben ließ. Über die Zeit haben wir viele getötet, auch wenn das gar nicht unsere Absicht war. Wir taten all dies nur, damit sich die Vergangenheit nicht wiederholte. Aber die Herausforderung bewiesen, dass sie sich wiederholen wird. Einen Berg erklimmen, einen Fluss überqueren, aus dem einfachen Grund, dass sie da sind, werden sie kommen. Wir fertigen das, was uns aufgetragen wurde. Mhm. Also, sie töten, sie fertigen, was ihnen aufgetragen wurde, und niemand warnte uns, aber es hätte auch nichts genützt. Mhm. Dieses ist das Ende aller Dinge. Hier stand ich und schlug sie einem nach dem anderen nieder. Meine Familie und mein Clan mit ihren falschen Gesichtern. Sie ließen allen Schein fallen und erhoben ihre Waffen gegen mich. Ich habe sie bis auf den letzten bekämpft, tötete die Gestaltwandler, die ihnen ihre Form genommen hatten. Ich verfluchte sie dafür, dass sie meinen Traum zerstört hatten. Aber sie waren gar nicht das wirklich Böse. Das wirklich Böse konnte mein Volk nicht vor dieser Täuschung bewahren. Das wirklich Böse versteckte sich vor dem Leben angesichts dieser Tragödien. Schuld hat das wirklich Böse. Dies ist das Ende aller Dinge. Antwortet, wem die Schuld zuzuweisen ist. Die Schuld ist den Eindringen zuzuschreiben, die gnadenlos angriffen und einem Clan, der sich nicht verteidigen konnte. Die Handwerker trifft die Schuld, die diesen bösen Ort erbaut haben, um euch, die sie dazu angewiesen habt. Alle sind schuldig in euren Augen. Die Handwerker ermutigten euch und stachelten euch an. Nein, das brauchen wir gar nicht weiterlesen. Die Schuld beginnt bei den Eindringlingen, aber sie griffen aus gutem Grund an. Ihr könntet auch eurem Clan beschuldigen, aber es befand sich unter dem Schutz eures Selbstvertrauens. Die Handwerker taten nur ihre Arbeit. In euren Augen seid ihr derjenige, der die Schuld an dem trägt, was vorgefallen ist. Der Clan trifft keine Schuld, da die Eindringlinge unaufhaltsam vordrangen. Die Eindringlinge sind unschuldig, dass sie ums nackte Überleben kämpften. Na. Euer Clan muss die Schuld auf sich nehmen, denn er war nicht fähig zu kämpfen und die Handwerker sind ebenfalls schuldig, auch nicht. Die Eindringlinge tragen die Schuld. Sie haben euren Clan abgeschlachtet. Sie sollten für die Hilflosigkeit beschuldigt werden, die er fühlte. Sie hatten auch ihren Anteil daran, dass ihr Handwerk angehört habt. Also sind sie indirekt auch schuld am Turm, wie ihr hier jetzt steht. Sie sind das wahrhaftig Böse eurer Meinung nach. Ja, eigentlich das hier. Nee, halt. Die Schuld beginnt bei den Eindringlingen. Ihr könntet den Clan beschuldigen wegen des Selbstvertrauens. Die Handwerker taten nur ihre Arbeit. Ihr habt es verstanden. Vielleicht wäre es sogar ihr das Überleben, was ich nicht überlebte. Ihr braucht nur zu fragen. So, ich habe deine drei Prüfungen bestanden. Ihr werdet diesen Ort überleben. Ihr versteht, was den Hass schuf, die Furcht. Nun müsst ihr verhindern, dass er schlimmer wird. Ein Wesen unten, mächtig über alle Maße, müsst ihr aus dem Weg schaffen. Und das wird diesen Ort sein eigen nennen. Solch eine Festung unzugänglich, wenn ihr sein Bild erneuert. Es ist nicht meine Art, Phantomen zu helfen. Daraus kann ich keinen Profit schlagen. Wo ein bekämpfbares Übel gibt, werde ich es ausrotten. Ich wünsche nicht, diesen Kampf mein eigen zu nehmen. Warum sollte ich mich darum kümmern? Nehmen wir mal das erste. Profit nicht sofort, aber Profit ist relativ. Wie viel Profit verliert man, wenn eine neue Macht diesen Ort übernimmt? Ihn unterwirft und tötet. Ihr müsst sparsam sein, um etwas zu erschaffen. Oder was ist Profit? Tut, was ihr wollt. Der Weg ist frei. Folgt mir. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Ja, hier ist jetzt offen.
Ich würde aber mal sagen, wir speichern jetzt mal, während er hierher latscht. Können wir das Spiel nicht speichern? Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, ich glaube, ich muss ihn sehen, damit er sich bewegt. Kann ich jetzt speichern? Ja. Das wäre jetzt 0,35. Netz. Nee. 0,35. Speichern. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Also, bis gleich.